Du gründest gerade oder hast gerade gegründet oder du bist auch schon eine Weile selbstständig und fühlst dich noch nicht so ganz sattelfest bei den ganzen Themen Steuern, Buchhaltung, Sozialversicherung und so weiter. Dann habe ich ein Angebot für dich. Und zwar haben es die einen oder anderen vielleicht mitbekommen. Und zwar habe ich in den Monaten Januar, Februar, März ein Gründungsseminar durchgeführt. Und wir sind tatsächlich bei dem Gründungsseminar auf der Zielgeraden. Und das Feedback ist so positiv, dass ich mir gedacht habe, das machen wir doch direkt noch einmal. Und zwar ab April. Und zwar ab dem 6. April gibt es wieder das Online-Gründungsseminar und du kannst dabei sein. Und in diesem Video möchte ich dir mal ganz kurz erklären, was du bekommst, was die Inhalte sind und ob das eventuell auch das Richtige für dich ist. Um dir vielleicht nochmal von der Grundüberlegung zu erzählen. Ich bekomme unfassbar viele Kommentare unter diesen Videos und ich sitze jeden Tag 1 bis 2 Stunden daran, diese Fragen zu beantworten. Aber es sind einfach unglaublich viele. Und neben den Fragen im Kommentarbereich bekomme ich einfach wahnsinnig viele Beratungen. Man kann sich das gar nicht vorstellen, weil so groß ist dieser Kanal gar nicht. Aber ich habe tatsächlich in diesem Jahr, und dieses Jahr ist jetzt ungefähr 90 Tage alt, 1160 Beratungs- und Mandatsanfragen bekommen. Das heißt, über 1000 Kundenanfragen innerhalb von nicht mal 3 Monaten. Das ist meiner Meinung nach vollkommen unvorstellbar und leider auch vollkommen unmöglich irgendwie zu bearbeiten. Ich habe einfach keine Möglichkeit, euch irgendwie angemessen weiterzuhelfen. Ich müsste euch 98% von euch einfach absagen und ja, dann ist das so ein bisschen Lotto spielen, ob ich euch weiterhelfen kann oder nicht. Und dummerweise geht es wahnsinnig vielen anderen Steuerberatern auch so. Also Steuerberater haben nicht wirklich viel Kapazitäten, sich mit Einzelunternehmen, mit Gründern, die sich ja quasi als Einzelunternehmen selbstständig machen wollen, zu beschäftigen. Das ist leider so. Und ich sehe ja, mit welchen Anliegen ihr so auf mich zukommt. Und ganz viele von euch sind so in der Gründungsphase. Und ehrlicherweise haben alle Gründer so zu 80% die gleichen Fragen, die gleichen Herausforderungen. Alle Gewerbetreibende unter euch müssen ein Gewerbe anmelden. Alle von euch müssen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen. Alle von euch müssen sich mit den Themen Sozialversicherung auseinandersetzen. Mit den Themen Einkommensteuer, Umsatzsteuer, unter Umständen Gewerbesteuer. Und all diese Themen, das sind 80% eurer Fragen, haben alle anderen auch. Und natürlich veröffentliche ich auf diesem Kanal Videos. Und diese Videos decken hoffentlich möglichst viele von diesen Fragen ab. Das ist zumindest meine Hoffnung und meine Annahme, warum du hier bist und du auch dieses Video anschaust. Aber es ist natürlich nicht alles und 80% sind auch nicht 100% und es hilft mir als Gründer auch nichts, dass mir 80% der Fragen beantwortet sind. Das ist nett, aber wirklich bis zum Ende komme ich damit halt auch nicht. Ich brauche als Gründer ja 100% meiner Anliegen beantwortet. Und da habe ich mir überlegt, ich kann nicht mit jedem von euch zusammenarbeiten. Ich kann auch nicht die letzten 20% hell sehen, die du vielleicht beantwortet haben möchtest. Und vielleicht lohnt es sich dafür auch nicht, ein extra Video hier für diesen Kanal zu produzieren. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich entwickle ein Kursprogramm. Und zwar, ja, ein Gründungsseminarkurs. 12 Wochen lang, immer 1 bis 1,5 Stunden live, also in einem Zoom-Call, setzen wir uns zusammen in einer kleinen exklusiven Runde, 50 Teilnehmer maximal. Und dann beantworte ich euch erstmal so die 80% der Fragen, die so alle haben. Das heißt, es gibt so einen roten Faden durch diese 12 Wochen. Und dann haben wir aber ganz viel Zeit für Fragen und Antworten. Das heißt, du hast die Möglichkeit, deine Fragen zu stellen. Entweder in den Live-Sessions oder aber auch einfach einzureichen und dann gehe ich quasi in der folgenden Planung, in den folgenden Wochen auf diese Fragen ein oder beantworte sie unter Umständen auch ganz direkt. Und wir haben zwischendrin, also zwischen diesen Live-Sessions, auch eine WhatsApp-Gruppe. Und in dieser WhatsApp-Gruppe könnt ihr Fragen stellen, wenn ihr ganz sofort mal eine Frage habt. Hilfe, wie soll ich diese Rechnung schreiben an diesen Kunden, der in Österreich sitzt, aber ein Warenlager irgendwo anders hat. All solche Fragen kann man da zwischendrin mal eben kurz schnell klären. Und wir sammeln all diese Fragen auch in einem Dokument. Das heißt, du hast auch so ein Fragendokument und siehst dann natürlich auch, welche Fragen ja andere haben. Denn ganz häufig ist das Problem ja nicht unbedingt, dass man keine Antwort auf seine Frage findet, sondern dass man gar nicht genau weiß, welche Frage man eigentlich stellen sollte. Und da hilft so der Gruppencharakter, dass man da in einer engen Gruppe ist. Und das war so meine Kernüberlegung Ende letzten Jahres. Und jetzt haben wir da mal so einen Testlauf gemacht mit ungefähr 50 Teilnehmern im Januar, Februar und März. Und was soll ich sagen? Das Feedback ist positiv. Ich verlinke dir unten in der Videobeschreibung einfach mal den Trustpilot-Account. Ich blende dir hier auch einfach mal ein paar Einblendungen ein. Du kannst gerne das Video pausieren und dann einfach
einfach mal das mal durchlesen. Und vielleicht ist ja der ein oder andere Teilnehmer von euch gerade auch hier und schaut das Video. Dann könnt ihr vielleicht in den Kommentarbereich einfach mal reinschreiben, wie es euch gerade so gefällt und ja, was der Kurs für euch ausmacht. Ich möchte jetzt an dieser Stelle einfach mal ein Feedback von Marcel vorlesen. Aber das Ganze steht so ein bisschen exemplarisch für die Meinung, die ich auch sonst so von allen anderen Teilnehmern bekommen habe. Und zwar hat Marcel mir als Feedback geschrieben, schön strukturierter und anfängerfreundlicher Kurs. Es wird zudem auch wirklich jede Frage der Teilnehmer eingegangen und ausführlich erklärt. Ich habe in so kurzer Zeit noch nie so viel Wichtiges gelernt. Vor einem halben Jahr wusste ich noch gar nichts und jetzt fühle ich mich fit, Buchhaltung und Steuer selbst zu übernehmen. Der Austausch in der WhatsApp-Gruppe mit den anderen Teilnehmern ist noch das i-Tüpfelchen. Ich kann den Kurs jedem Gründer wärmstens ans Herz legen. Vielen, vielen Dank, lieber Marcel, und viel Erfolg natürlich mit deiner zukünftigen Selbstständigkeit und auch vielen Dank an alle anderen Teilnehmer für euer Feedback. Das hilft mir so ein bisschen, das zu kommunizieren, was den Kurs eigentlich ausmacht, weil das eine ist ja, was ich mir überlege, das andere ist ja, was für die Teilnehmer und die Gründer wirklich relevant ist. Ich habe in meinem Leben schon, ja, 6, 7, 8 Mal gegründet und habe ja über 10 Jahre in der Steuerberatung gearbeitet und habe natürlich unfassbar viele Selbstständige schon betreut. Und ich habe diesen Prozess schon so unfassbar häufig durchlaufen, dass ich da natürlich gerne mein Wissen teilen kann. Und vielleicht auch zu dem ganzen Thema Wissen. Worum geht es denn eigentlich? Einmal reden wir natürlich über Basics Steuern, dann aber auch über Basics Buchhaltung, dann das ganze Thema Sozialversicherung, dann aber auch das Thema Steuern sparen. Wie ist eigentlich genau der ganze Gründungsprozess? Worauf muss ich achten, wenn ich das erste Mal eine Steuererklärung mache, den Bescheid bekomme, eine BWA lesen muss, was brauche ich eigentlich, was will die IHK, was will die Berufsgenossenschaft, all diese ganzen Themen beantworten wir alle in diesem Kurs. Und wie gesagt, 12 Wochen lang, 1 Stunde pro Woche oder 1,5 Stunden pro Woche, ehrlicherweise haben wir meistens 90 Minuten gebraucht, das heißt 90 Minuten pro Woche, 12 Wochen lang. Jetzt, ab April, probieren wir es einfach mal samstags vormittags. Das heißt, wir treffen uns jeden Samstagvormittag, unterhalten uns, ich beantworte die Frage, ich stelle mal so die ganzen Inhalte vor und ihr bekommt anschließend die Aufzeichnung, die Präsentation und natürlich eine ganze Reihe an Arbeitsunterlagen. Irgendwelche Checklisten und Vorlagen und Berechnungstools und all das, was ihr braucht, um eure Selbstständigkeit anschließend zu meistern. Das heißt, nach 12 Wochen beherrscht ihr wirklich alles, was ihr können müsst, um ja, mit eurer Selbstständigkeit erfolgreich Gas zu geben und ganz, ganz wichtig, damit ihr keine Kopfschmerzen mehr bei diesem ganzen Thema habt. Das heißt, ihr könnt euch anschließend wirklich auf die Themen konzentrieren, die euch Spaß machen in eurer Selbstständigkeit. Und die Buchhaltung und die Steuern gehören da, wo sie hingehören. Und zwar so die 1, 2 Stunden pro Monat, die das Ganze dann halt noch benötigt. Aber ihr müsst darüber nicht mehr ständig nachdenken. Und damit kommen wir auch zum Preispunkt dieses Gründungsseminars. Wenn ich diese Betreuung jetzt 1:1 machen würde und abrechnen würde oder auch jeder andere Steuerberater, geht gerne raus, fragt einen Steuerberater und ja, fragt es, was das kosten würde, so eine Gründungsbegleitung. Ihr bekommt so zwischen 12 und 18 Stunden, je nachdem, wie lang die Sessions sind. Ich kann euch aus Erfahrung sagen, es werden mit Fragen tendenziell eher 18 Stunden sein. Plus die ganze Beantwortung der Fragen in WhatsApp und per E-Mail und so weiter. Und die ganzen Vorlagen und Templates und Checklisten und Präsentationen und so weiter. Das heißt, wenn ich das alles ganz normal nach Stundensatz abrechnen würde, bei Steuerberatern ist so üblich so irgendwas zwischen 150 und 250 Euro, dann würde ich da mit Sicherheit irgendwo zwischen 3.000 bis 5.000 Euro landen. Und so teuer ist eine Gründungsberatung, eine allumfassende Gründungsberatung von einem Steuerberater. Aber ganz ehrlich, das ist unfassbar viel Geld und in allermeisten Fällen ist das auch gar nicht notwendig, sowas 1:1 zu machen, weil das in der Gruppe erstens viel mehr Spaß macht und man ja von den anderen auch mitlernt. Und für mich ist es natürlich ein bisschen effizienter, weil ich gleich mit 50 Leuten von euch gleichzeitig arbeiten kann. Und deswegen kostet der Kurs natürlich keine 3.000 bis 5.000 Euro, sondern 600 Euro. Das heißt erheblich günstiger. 600 Euro plus Umsatzsteuer. Und wenn du den Code STEUERFIT nimmst, dann sparst du sogar noch 10%. Dann zahlst du dafür 540 Euro plus Umsatzsteuer. Ich glaube, das ist ein faires Angebot. Und wenn du gerade selbstständig bist oder schon auch eine Weile selbstständig bist und immer das Gefühl hast, dass du noch nicht so hundertprozentig das verstehst, was du da eigentlich tust und immer so ein bisschen Angst hast, dass du unter Umständen etwas falsch machen könntest, dann ist der Kurs das Richtige für dich. Sogar wenn du einen Steuerberater hast, weil meiner Erfahrung nach, und ich arbeite seit über 10 Jahren in der Steuerberatung, hat ein Steuerberater niemals so viel Zeit, jemanden so sehr an die Hand zu nehmen, um wirklich alles mal im Detail zu erklären, wie das Ganze eigentlich funktioniert. Ein Steuerberater startet sehr schnell, das einfach abzuarbeiten. Der macht dann seine Buchhaltung, erklärt aber nie, dass man zum Beispiel Verpflegungsmehraufwand oder Sonderabschreibung absetzen kann. Dass es sowas wie einen Investitionsabzugsbetrag gibt und all solche Dinge. Und das muss man ja irgendwoher wissen. Und deswegen ist der Kurs tatsächlich auch eine gute Ergänzung, selbst wenn du einen Steuerberater hast. Dann verstehst du den Steuerberater anschließend wenigstens und weißt, was du ihm sagen kannst, damit er das Richtige tut. Ich hoffe jedenfalls, dass wir in diesem Durchlauf wieder eine genauso tolle Runde zusammenbekommen, wie
im ersten Quartal. Und wir haben auch schon so ungefähr 10 Buchungen. Das heißt, jetzt sind noch 40 Plätze frei. Und damit würde ich sagen, sichere dir jetzt den Platz. Und zwar unter dem ersten Link unter der Videobeschreibung findest du die Webseite, da findest du nochmal alle Informationen, da findest du auch so das Curriculum, also wann beschäftigen wir uns eigentlich mit welchen Inhalten, findest ein paar Testimonials und so weiter. Schau dir das gerne an, schreib mir bei Fragen und dann würde ich sagen, jetzt schnell sein, denn am 6. April legen wir los und ich würde mich sehr freuen, wenn du dabei sein würdest.